Die wichtigste Videospielmesse der Welt ist endgültig tot. Das gab der US-Branchenverband ESA nun offiziell bekannt. Die Rede ist natürlich von der E3. 2024 sollte diese eigentlich erneut stattfinden, mit einem neuen Konzept, vielleicht auch einem neuen Design, aber daraus wird jetzt nichts mehr. Bereits in den letzten Wochen und Monaten gab es immer Gerüchte, dass es hier Probleme geben könnte, die neue E3 überhaupt stattfinden zu lassen. Und jetzt haben wir traurige Gewissheit. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es auch nur ein kurzes Statement der ESA. Die teilt nämlich via Kurznachrichtendienst X mit: Nach mehr als zwei Jahrzehnten mit der E3, eine größer als die andere, ist es nun an der Zeit für den Abschied. Danke für die schöne Zeit. Das war's. Wie gesagt, mehr Informationen haben wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht. Allerdings brauchen wir hier auch nicht mal ein unglaublich langes Statement oder eine fette Begründung, weil allein was in den letzten Monaten passiert ist, hat wenig Spielraum für Interpretationen jetzt zugelassen. Ursprünglich war für das nächste Jahr bereits eine neue E3 angekündigt. Diese musste dann aber jetzt schon, also schon in diesem Jahr, gecancelt werden und man wollte sich auf das Jahr 2025 fokussieren. Aber daraus, wie ihr wisst, wird nun auch nichts mehr. Für das Jahr 2025 hatte man sich ursprünglich mit den Event-Spezialisten von ReedPop zusammengetan. Die organisieren zum Beispiel auch die PAX West in Seattle und sind bereits mit vielen Entwicklern und anderen Unternehmen aus der Gaming-Branche fest verbunden. Das ist jetzt aber, naja, einfach gescheitert, die Zusammenarbeit. Woran? Wie gesagt, wissen wir noch nicht. Höchstwahrscheinlich aber an dem grundsätzlichen Konzept und, ich vermute, ganz besonders am Interesse der einzelnen Unternehmen, die eben die E3 auch getragen haben. Die E3 als solches war eigentlich mal eine Fachbesuchermesse. Das bedeutet, Normalos kamen da nicht drauf, man musste entweder für die Branche arbeiten oder... Nein, ja, man musste für die Branche arbeiten, entweder direkt in der Branche oder journalistisch. Die E3 war vor allem bekannt für ihre großen Ankündigungen und großen Shows. Microsoft, damals auch Nintendo und Sony, Ubisoft und so weiter und so fort, haben dort große Shows abgehalten und ihre Neuerungen vorgestellt. Legendär ist für viele vor allem die E3-Pressekonferenz von Nintendo damals, wo sie nicht nur Zelda angekündigt haben, sondern auch direkt eine neue Konsole namens Nintendo Revolution, eher bekannt heutzutage als Nintendo Wii. Die Jüngeren unter euch werden sich vor allem daran erinnern, wie Sony damals Microsoft komplett weggefegt hat mit der Präsentation der PS4 und, naja, Microsoft gezeigt hat, eure Xbox One, die kann nichts und vor allem eure Philosophie dahinter, die kann nichts. Die E3 war immer der Schauplatz für große Ankündigungen, viel Drama, viel Cringe und ehrlicherweise, als jemand, der das Ganze eigentlich liebt, also Videospiele, war es grundsätzlich eine geile Zeit. Viele von euch haben die E3-Shows in Livestreams verfolgt, vor allem hier auch auf dem Kanal oder irgendwo waren das. Und ja, manche Shows waren wirklich schlimm, hallo Konami, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und ich muss sagen, das ist auch das, was für mich sehr schade ist. Diese gemeinsame Zeit E3 gucken, wirklich über 2-3 Tage lang jeden Tag roundabout 8-9 Stunden Streaming schauen, das war eigentlich super cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber seien wir mal ehrlich, das ist halt einfach etwas, was dann ein wenig aus der Zeit gefallen ist. Also nicht dieses 8 Stunden Streaming gucken am Tag, sondern für die einzelnen Publisher eine große Show zu organisieren im direkten Konkurrenzkampf mit eben dann auch anderen Publishern. Damals hat das durchaus Sinn ergeben. Journalisten und Co. waren halt alle auf einem Fleck und dort musste man sich battlen mit der besseren Show, den cooleren Announcements, vielleicht mit dem besseren Preis, wenn man ein Konsolenhersteller war und so weiter und so fort. Über die Jahre wurde die E3 aber immer irrelevanter, weil jeder der Publisher einfach eine eigene Show aufziehen konnte und dank dem Internet halt diese auch in jedes Zimmer bzw. auf jeden Bildschirm transferieren konnte. Hinzu kam der Vorteil, dass wenn man alleine eine Show für sich aufzieht, man nicht mehr direkt konkurriert und man auch einfach mal eine schlechte Show machen kann, weil man erreicht dann ja eh nur noch die PlayStation-Fans, die Xbox-Fans, die Nintendo-Fans und so weiter und so fort und muss gar nicht eine bessere Show abliefern, sondern einfach nur das jeweilige Zielpublikum überzeugen. Und die diversen Neuerungen dann auf irgendeinen Showfloor zu präsentieren, das hat heute ehrlicherweise auch keinen Mehrwert mehr, denn hey, eine coole Demo-Variante kann man mittlerweile dank Cloud-Streaming auch jeden Journalisten irgendwo auf der Welt präsentieren, ohne dass die auch nur ihre Wohnung verlassen müssen. Die Kosten, das Risiko, die mangelnde Kontrolle, das sind die drei Hauptgründe, warum die meisten Publisher bzw. Konsolenhersteller gesagt haben, ach, die E3 als solches brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir machen das selbst. Und ohne eben diese großen Firmen
hat ein Event wie eine E3 auch keine Chance mehr, weil sie eben keine Aufmerksamkeit zieht, weil, naja, die großen Ankündigungen werden halt da nicht passieren, also warum soll man es sich anschauen? Hinzu kommt natürlich auch die generelle Anspannung im Gamesmarkt. Bei eigentlich so ziemlich jedem Publisher gibt es derzeit Restrukturierungen, also Entlassungen, und man baut komplette Geschäftsfelder um. Im Rahmen dieser Transformation dann auch noch fette Shows aufzuziehen, ja, das ist dann auch nicht unbedingt etwas Förderliches. Zumal ihr immer denken müsst, dass diese Messen für die Entwicklerteams absolute Crunch-Time waren. Sie mussten nämlich zum Beispiel eine Demo-Vision oder eine Präsentation ihres neuesten Spiels vorbereiten, und zwar für Tag X. Und dieser Tag X, der stand schon, was weiß ich, lange fest, weil die E3 war jedes Jahr im Anfang Juni. Also wusste man, Anfang Juni muss diese Demo-Variante fertig sein. Wenn man natürlich seine eigene Show macht, dann kann man halt sagen, okay, wie lange braucht ihr, wann ist die fertig, und dann announcen wir wirklich erst diese Show. Das ist im Rahmen einer Messe einfach nicht möglich. Da hat man ein festes Zeitkorsett und das sorgt einfach nur für Crunch, Stress und die ein oder andere ungewollte Präsentation. Um auf einer Messe wie der E3 zu überzeugen, brauchte man also unglaublich viel Geld, ein großes Team, sehr, sehr gute Produkte und halt auch einfach sehr viel zu zeigen. Und tja, warum soll man dieses ganze Risiko heutzutage noch eingehen? Dass die E3 niedergeht, es war nur eine Frage der Zeit. Und wer es in den letzten Monaten oder Jahren beobachtet hat, der hat ehrlicherweise auch das langsame Sterben der E3 schon mitbekommen und hat auf dieses Video nur gewartet. Nun ist die E3 natürlich nur eine Messe weltweit. Allerdings, sage ich euch voraus, ist sie ein kleines Vorzeichen für das, was wir über die nächsten Jahre sehen werden. Wenn ihr mich fragt, ist die einzige Messe, die es in 10 Jahren noch geben wird, meines Erachtens nach die Tokyo Game Show in Japan. Warum? Ja, weil der japanische Markt sehr speziell und eigen ist und das Interesse dort an solchen Messen nach wie vor sehr, sehr groß ist. Aber auch eine Messe wie zum Beispiel die Gamescom hat meines Erachtens nach kaum noch Überlebenschancen. Große Neuerungen gibt es dort eh nicht mehr, und die Gamescom selbst, seien wir mal ehrlich, transformiert sich auch immer mehr zu einer Eventmesse und damit weg von einer klassischen Gamesmesse, die halt mit Neuerungen auftrumpfen wollte. Wer in den letzten Jahren noch auf der Gamescom war, der wird mir hier wohl auch zustimmen müssen, ehrlicherweise. Long story short, die E3 ist tot. Ich find's traurig, weil einfach so viel schöne Streams, schöne Stunden damit verbracht worden, sie zu konsumieren, die ganzen Gerüchte und so weiter und so fort. Das war einfach eine coole Zeit, aber es war eine coole Zeit. Und die wird nicht wiederkommen. Und damit, tschüss E3, war eigentlich ganz schön mit dir.